Sie sind kompakt, leicht und trotzdem vielseitig und leistungsstark. Systemkameras mit APS-C-Sensor positionieren sich irgendwo zwischen den noch kleineren Kompaktkameras und den Schwergewichten mit Vollformatsensor. Der kleinere Sensor fängt für gewöhnlich weniger Licht ein. Bis ISO 1600 oder 3200 gibt es in der Regel aber keine Probleme mit Bildrauschen. Dafür bleiben die Gehäuseausmaße verhältnismäßig gering. Erfreulicherweise auch die Preise der Kameras und die der passenden Objektive. Und weil sich die Technik so rasant weiterentwickelt, leisten die früher noch belächelten APS-C-Kameras heute Erstaunliches. Fototest stellt 4 Modelle von 900 bis 1900 Euro vor, die es in sich hat. Besonders kompakte Ausmaße bietet die Sony Alpha 6700 aus Sonys 6000er Serie der APS-C-Kameras. Trotz der geringen Größe liegt die 491 Gramm leichte Kamera hervorragend in der Hand. Um Platz zu sparen, befindet sich der Sucher auf der linken Seite. Die Bedienelemente sind sehr gut erreichbar. Sony-typisch gibt es ein Vier-Wege-Kreuz, das auch als Drehrad fungiert. Ein Rad für die Belichtungskorrektur wie bei den großen Alpha-Modellen fehlt zwar, dafür ist ein vorderes Einstellrad neu an Bord. Ebenfalls neu und besonders einsteigerfreundlich ist der Touchscreen. Hierüber lassen sich per Fingertipp Fokus, ISO, Motiverkennung und vieles mehr einstellen. Die Bildqualität des 26-Megapixel-Sensors punktet im Testlabor mit detailreichen Bildern, auch wenn die absolute Auflösung bei anderen Modellen höher ist. Verbessert hat Sony vor allem die Videofähigkeit. 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde, Zeitlupen gelingen mit bis zu 240 Bildern pro Sekunde. On top gibt es eine umfangreiche Motiverkennung für Vögel, Menschen und Fahrzeuge und einen überaus schnellen Autofokus. Insgesamt eignet sich die Alpha 6700 für ambitionierte Einsteiger, die eine einfache Bedienung favorisieren. Für alle Liebhaber der klassischen Fotografie gibt es die Nikon ZFC. Das Einstellen von ISO, Belichtungszeit und mehr gelingt über die mechanischen Einstellräder allesamt aus Aluminium. An den Rädchen zu drehen, sie einrasten zu lassen, das Klicken des Auslösers, das versprüht einfach Charme und macht schlichtweg Spaß. Damit ist die Kamera nicht nur eine Hommage an die klassische Fotografie, sondern auch ein echter Hingucker. Die Bildqualität zählt zu den derzeit besten unter den APS-C-Kameras mit einem sehr detaillierten Bild und hohem Dynamikumfang. Für Videos ist sie gerade aufgrund des Designs, der etwas behäbigen Bedienung und des fehlenden optischen Bildstabilisators weniger geeignet. Zudem sind die Aufnahmen maximal in 4K-Auflösung, dann aber nur bei 30 Bildern pro Sekunde möglich. Eine Empfehlung ist die Nikon ZFC für all jene, die sich an die Fotografie im wahrsten Sinne des Wortes herantasten wollen. Die Fujifilm X-T5 ist sozusagen der große Bruder der XS20. Größer, schwerer, dafür aber auch stärker. Mit 40,2 Megapixeln löst der Sensor sehr hoch auf und bietet ein überaus scharfes Bild. Auch noch bei höherer ISO. Auch zeigten die Bilder im Testlabor eine hohe Farbtreue. Herausragend ist der Bildkontrast, sehr hoch auch der Dynamikumfang, der teilweise 12 Blendenstufen übersteigt. Spannender ist aber die Einstellung 4K High Quality, bei dem die Kamera die Bildinformationen aus dem 6,2K-Material für ein detailreiches 4K-Video verwendet.
Das neigbare Display hilft bei Aufnahmen aus Hüfthöhe, umklappen aber lässt es sich nicht. Somit ist die Kamera nicht unbedingt die erste Wahl für Vlogger, die sich auch selbst filmen wollen. Überhaupt ist die X-T5 eher für Fotografen geeignet als für Videografen, da einige Features wie ein HDMI-Anschluss Typ A schlichtweg fehlen. Wer aber den Fokus auf Fotografie setzt, bekommt mit der Fujifilm X-T5 ein echtes Fotoflaggschiff. Die Canon EOS R7 wiegt mit 612 Gramm deutlich mehr als die hier sonst vorgestellten Mitbewerber, bleibt damit aber immer noch kompakt und handlich. Einer der Gründe dafür, die EOS R7 verfügt über das EOS RF Bajonett, sodass sich alle Objektive mit der RF-Serie ohne Adapter anschließen lassen. So punktet die EOS R7 mit hoher Detailauflösung und ein für eine APS-C-Kamera exzellentem Rauschverhalten. Wer lieber filmen möchte, mit dem Ein- und Ausschalter lässt sich nahtlos in den Videomodus wechseln. Der hält Aufnahmen bestenfalls 4K bei 60 Bildern pro Sekunde bereit. Bei 30 Bildern pro Sekunde liest der Bildprozessor sogar den gesamten Bildsensor aus. Eine umfangreiche Motiverkennung des Autofokus bietet die EOS R7 ebenso wie Motivprogramme. Wählt man ein Motivsetting wie Porträt, Food, erledigt die Kamera die passenden Einstellungen. Dazu passen auch die zahlreichen Kreativprogramme und Filter, die die Nachbearbeitung am PC ersparen. Lediglich der zwar große Sucher löst etwas gering auf mit nur 1024x768 Bildpunkten. In der Summe eignet sich die Canon EOS R7 ideal als Ergänzung einer bereits vorhandenen Canon Vollformatkamera oder als Einsteigerkamera. Aufgrund des sehr guten Rauschverhaltens und der hohen Videoqualität ist sie vielseitig einsetzbar und passt gut in große Hände, denen andere APS-C-Kameras vielleicht zu klein erscheinen.